man zu der Begegnung sagen? Also sie haben sich noch nie getroffen. Ist auf jeden Fall wieder MV gegen SH. Könnte spannend werden. Ich bin nicht sicher, wie gut Mega Man gegen Snake ist, aber ich bin gespannt. Wir sehen ja erstmal wieder den Marth hier. Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass er bei Marth bleibt, weil er die Begegnung cool findet. Marth gegen Roy. Ja. So. Mega Man gegen Skelly. Okay. Mega Man bisher gute Leistung, also hat alles 2-0 gewonnen, außer 1-2 gegen Dafung, was ja auch schon eine Ja, auf jeden Leistung ist. Fall. Deswegen bin ich mal gespannt. Also er ist schon weiter in der Top 12 Ja, und beide ich sind weiter, oder? Ich glaube schon. Obwohl, Skelly hat ja gegen Skyvania gerade verloren. Okay. Random gespielt. Ah. Und ich denke schon, dass er trotzdem weiter ist, aber mal gucken. Könnte sein, dass jemand anderes für ihn weiterkommt. Weil er bisher auch alles nur 2-1 gewonnen hat. Ja, und mit der Head-to-Head, wenn Skyvania sonst alles gewinnt. Ja, ich glaube, Skyvania schafft es nicht mehr, aber Ja. vielleicht schon. Mal Okay, gucken. mal schauen. Okay. Oh, Oh. okay. Das hab ich. Oh, er kommt echt noch ran. Schön. Das war jetzt aber gerade Millimeterarbeit, was er da gemacht hat. Ich weiß aber auch nicht, warum er den so lange gecharged hat. Ich glaube, der hätte sogar Ja. getroffen, hätte er den losgelassen. Ja, auf jeden Fall. Und Schön. okay. Cleaner erster Stock von Mega Man. Okay, was ist die Antwort? Das ist natürlich jetzt auch ein ganz interessantes. Eine interessante. Oh, Ein okay. schöner Ja. Konter, ja. Das kennt er, das kennt er. Das Interessante Matchup auch Begegnung extrem von den wichtig. beiden. Einfach weil Marth einen so weit auf Range halten will wie möglich, während Roy so schnell reinrennen will wie möglich und alles irgendwie so nah am Charakter stattfindet. Einfach so gegensätzliche Tipper oder Tipp gegen Base. Ist er wieder. Kann man sagen, oh. Er hat einen Jump. Ja, okay. Kein Punish, okay? Aber das sieht jetzt schon mal nochmal Schön. ganz Schön, anders aus Rokabu. gerade. Okay. Er will den Sheepback. Oh, ich dachte schon, da kommt die Back Air. Hätte schon kommen können. Oh, Plattform Tech Chase? Okay. Aber man wird durch, spielt das hier aus. Geht minimal zurück. Oh. Back Air, ja. Ja, Jab into Back Air, wir kennen's. Ja, kein Edge Guard, er baitet aber einen Jump raus. Okay, Grab. Stage, Ledge-Trap-Situation. Back Air. Oh, er Oh, kriegt den Paper. Weak-Hit. Paper Sword. Oh, einfach Ah, direkt. punish das nicht. Aber bleibt aber ruhig. Ist okay. Ja, da ist der Kill. Schön, ruhig geblieben, nicht überhastet, gepunished. Sehr schön. Das Okay. ist String jetzt hier. Dann noch Zeit, eine Damage zu Fair. machen. Ja. Der Downtrend von Roy so gefährlich. Wirklich mieses Tech-Chase-Szenario, wo er sehr viele Antworten bekommt mit der Side-B und seinen Tilts. Ja, ist bei Skelly jetzt gerade, er kriegt halt keinen Tipper, ne? Und dann Ja. kann es halt schon ewig dauern, auch mit Marth. Eine Attacke, die natürlich gut Oh, killt. ja, da ist das Oh, Tech-Chase. Ja, das into ist es, Back ja. Air, into Forward Air sogar. Und Da, das, es geht nicht. okay. Ich wollte ja nicht committen. Da muss man eigentlich für den Back Air gehen. Vielleicht noch ein bisschen Input. Oh, das ist okay, ja erst Tilt. 105 auf Marth. Was halt für Marth gut killt, ist die Up-B. Da ist der Tipper leicht zu treffen. Oh oh. Oh. Jetzt die Chance hier für Skelly ein bisschen Damage zu machen, aber liegt schon stark zurück. Oh, nicht Oh. desperate werden jetzt für einen Kill. Skelly bleibt ruhig. Kriegt sehr Oh, viele. yeah, Dodge hier. Weak geht's ab. Oh, das muss. Oh mein Gott, so Ah, viele Chancen. er kann. Oh, der Oh. Spar Dodge. Oh. Ja, das sieht er durch, jetzt sieht er durch schön. Ja. Das geht. Okay. Okay, 1-0 hier für Mega Man gerade. Am Ende nochmal knapper geworden, als es aussah. Also, ja, hätte er da fast keinen Jump mehr auf Stage gehabt, dann wäre er dem Konter einfach ausgeliefert gewesen. Könnte sich da auf jeden Fall gerade den Second Seed schnappen, was auf jeden Fall einen großen Unterschied macht. Ja, du startest in Winners, ne? Ja. Das ist groß, auf jeden Fall. Safe, einfach noch eine Chance zu haben, ist schon, ja, macht einen riesen Unterschied. Und dann kommt es natürlich darauf an, gegen wen man spielt im Winners. Aber wenn man im Winners eins holt, dann ist das halt, als ob man zwei holt im Losers. Ja, man ist halt garantiert Top 5 dann. Das ist krass. Okay. Der Snake ist draußen. Ach, tatsächlich auf Snake geforst. Nice. Snake ist draußen. Small Battlefield. Alles klar. Es ist machbar.
für Roy, aber man muss das Matchup auch spielen können. Ja, ich, wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie viel Snake-Erfahrung Mega Man hat. Wenn er jetzt hier früh die Lead bekommt, dann wird das, könnte das auf jeden Fall was werden. Ja, es kommt immer ganz drauf an, wie der Roy gegen die Granaten spielt. Ja, er spielt patient, sehr patient gerade. Ist jetzt relativ even. Nur beide spielen sehr patient gerade. Ja, auf jeden Fall. Mega Man auf jeden Fall eher ein ruhiger Spieler. Sketty, wenn er try halt, sowieso. Snake bietet sich das natürlich auch an. Okay. Ja, Tactics Scenario down, das ist. Okay. Der Downer macht zu viel Damage. Ja, und der Upsmash ist super scary. Er läuft hier drunter. Okay. Alles explodiert. Was? Das ist so unfassbar schwer, da nicht den Stock zu verlieren, wenn alles um dich rum explodiert. Hast du gerade die Update-Hitbox gesehen? Ja. Das ist Snake, ne? Ja, das ist. Man denkt bei Skadi echt, der hat immer noch diesen Brawl-Snake, ja, der noch größere Hitbox hat. Aber das Model ja einfach. Ja, kleiner, genau. Aber, ja, genau. Die Ghost-Hitbox. Tech-Chase? Okay. Ja, schon wieder. Ah, er wollte einen Jab auf jeden Fall. Mega Man, ich meine, Najimat sagt, Snake-Erfahrung hat er gestern bekommen. Okay. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber auf jeden Fall gegen Snake. Oh. Back Air? Okay. Snake ist natürlich heavy. Auf Stage, ist weg. Schöner Dash-Attack. Geht er raus zu ihm? Nee, nee. Landing. Okay. Ja, schön. Schöner Running F-Tilt. Und jetzt? Ah. Ja, hat er. So gut. Er ist so gut in diesen Reads einfach. Ja, auf jeden Fall. Aber auch trotzdem, 0%, immer schön, schöne Situation für Roy, einfach um ein bisschen Damage zu machen. Ja. Oh mein Gott, mit dem Footstool. Okay, er kriegt ja schon ein bisschen Damage für diesen Stock, wenn er noch ein bisschen bekommt, weil sonst mit Snake in der Lead ist das wirklich... Ah. Durch. Da ist schon wieder. Oh, diesmal. Oh. Da war Sketty, glaube ich, ein bisschen C4 zu spät. Da hat C4 sofort gezündet für den Damage. Mhm. Ja, langsam summiert sich der Schaden. Der Mega Man. Okay, Update hat noch nicht gekillt. Er bringt ihn lieber auf Stage. Schlau. Mhm. Ja, okay. Ist das? Ja, es ist es. Okay, cleanes Game von Sketty. Auf der letzte Stock super gut gespielt. Okay. Ja, Ausgleich. Aber jetzt kann natürlich ja, Mega Man immer noch die Stage wählen und wir können ja mal schauen, was da in Frage kommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da irgendwas nimmt ohne Plattform. Mhm, ja, vielleicht. Bisschen die Landings von Snake besser catchen, seine Geschwindigkeit auf dem Boden ausspielen. Ja. Ja, also er hat einen Cloud, ich weiß aber nicht, ob er den jetzt schon auspackt. Ich glaube, er bleibt bei Roy. Ja. Ja, den Cloud haben wir eben gesehen, der war gar nicht schlecht. Also kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, okay. Wieder Sketty, Game 3. Schafft er noch einen Reverse mit Snake? Nee, nicht Town City, sondern Smash will, ne? Ja. Ja, haben wir gerade eben schon gegen Akkusativ gesehen. Oh, wieder. Ja. Mega Man rollt aber auch jetzt dreimal hintereinander, ist er schon nach vorne gerollt. Oh mein Gott, was ist das denn Damage. Für ein Damage? Ich kann halt denn jetzt schon 90. Er hatte die 90 Roll, haben, ne? Einfach. Oh, schön, dass er sich da gebückt hat. Das hätte wahrscheinlich getroffen. Wieder. Ah, nee, diesmal hat er es. Okay. Sketty hat ihn in diesem Reese momentan echt in einer guten Position. Jetzt will er den abwehren. Ab er. Er ist 36% auf Sketty. Jetzt wieder ein Vantage Stage Center Stage. Ah, spielt das sehr ruhig jetzt aus. Okay, das ist Damage. Köln spielt wieder auf dem zweiten Stock besser, nicht rollen. Okay, to ledge. Ja, den hat er. Die Rolle hat er schon wieder. Komm mit Get Up. Schöner Spot dort. Dead Chase. Back jetzt. Okay. Oh nein. Oh, das wäre die Chance gewesen. Ich fürchte fast, das wäre die Chance gewesen. Das war eine gute Recovery gerade. Early Upbe, um durch die Nikita durchzukommen. Ja. Also wieder Down Tilt. Ja, die Tech Chase. Ja.
hat den Jump. Kommt die Nikita wieder hoch. Die trifft. Ja, schön abgewartet von Skate, dass er nicht direkt abgebrochen hat. Und jetzt wird's ganz schwer. Nikita, die Rolle nach vorne hat er mit dem Down Tilt. Wollte gleich für den nächsten. Das nächste Texture Scenario gehen, das killt. Ja, jetzt gerade Make or Break für Mega Man hier. Ja. Er hat hier nicht mehr viel Zeit. Aber wie gesagt, fresher Snake, er kann jetzt hier gerade gut Damage machen. Wenn er nur reinkommen würde. Er kommt gar nicht richtig rein. Wie soll er denn jetzt auch in den Gang kommen? Schön, da ist es. Okay, 60% schön. Wieder Snake an der Ledge. Oh! Oh mein Gott. Ja, Snake. Skelly auf jeden Fall sehr clean gespielt. Clean, die Reads saßen fast alle. Also super consistent auf jeden Fall mit diesem Downthrow, Tech Chase Szenarios. Das muss ein Snake aber auch können. Ja, und natürlich hätte Mega Man das noch holen können, aber Skelly